Alkohol, die richtigen Paleo-Anhänger trinken kein Alkohol. Erstens mal, da es ja Sportler sind und Alkohol wirklich für den Körper schlecht ist, egal was du trinkst. Ich kenne aber auch einige Paleo-Leute, auch gibt's in Berlin gibt es ein Paleo-Restaurant, die schenken auch Wein aus. Da würde ich dann eher tendieren, sehr gering verarbeitete Weine zu verwenden oder auch Naturweine. Mhm. Oder einfach Winzer auszusuchen, die das noch alles sehr händisch machen, alles sehr naturnaher Wein ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Steinzeitleute auch damals irgendwie Trauben, vergorene Trauben getrunken haben oder zu sich nochmal irgendeine Art oder Schnaps genannt. Oder Schnaps, die am meisten genau. Ja. Selbst irgendwelche Affenleute im Urwald essen ja irgendwelche vergorenen Früchte, genau, nur um so einen Alkoholrausch zu bekommen. Ja. Ich denke mal, dass es das damals auch gibt. Ja.